Und zu Bonjour Berlin begrüße ich jetzt Matthias Lohre, freier Autor unter anderem bei der Zeit. Einen schönen guten Tag, Herr Lohre. Schönen guten Morgen, Frau Augustin. Heute Mittag legen Experten dem Verteidigungsministerium eine Analyse über große Rüstungsprojekte vor. Da ist ja auch schon viel durchgesickert, das haben wir gerade auch schon gehört, dass die Untersuchung von schweren Mängeln ausgeht. Wie schätzen Sie das ein? Wird dieses Gutachten der Ministerin am Ende schaden oder nutzen? Sie hat es ja auch selbst in Auftrag gegeben. Genau, das ist der Punkt. Sie hat selber einen Auftrag gegeben, und zwar Anfang des Jahres. Da war sie erst wenige Monate im Amt. Das ist natürlich für sie ein Pluspunkt. Niemand wird behaupten, dass die Bundeswehr erst in den letzten Monaten diese Probleme angehäuft hat, sondern es gab ja schon vor 21 Jahren mal eine Bundeswehrreform bzw. Reformkommissionen mit dem damaligen Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Und man weiß, was daraus geworden ist, nämlich gar nichts. Und deswegen werden natürlich nicht alle Punkte, die jetzt in diesem Gutachten, das heute Mittag vorgestellt wird, werden der Ministerin zur Last gelegt. Aber es gibt natürlich andere Punkte, die da eine Rolle spielen, die auch vorhin schon in Gesprächen angedeutet worden sind. Nämlich einerseits sagt die Ministerin, es sind viele Dinge, die schlecht laufen bei der Bundeswehr, aber andererseits möchten wir noch mehr machen international. Da ist schwer zu begründen, wie das denn funktionieren soll. Ja, Sie haben es angesprochen. Trotz der Mängel will Verteidigungsministerin von der Leyen einen neuen Einsatz der Bundeswehr in der Ukraine durchsetzen. Im Irak soll der Einsatz außerdem noch mal ausgeweitet werden. Wird da jetzt nicht ein Schritt vor dem anderen gemacht? Ganz genau. Das ist wirklich sehr, sehr unpassend. Da merkt man, dass Frau von der Leyen da vielleicht auch das eigene Temperament durchgegangen ist. Sie hat es ja bisher in ihren anderen Ministerien, Familien und Arbeit, hat sie es ja immer geschafft, so in gewisser Weise die Öffentlichkeit auf ihre Seite zu ziehen, wenn das Ministerium oder die eigene Partei noch nicht auf der Seite war. Und da wurden dann Fakten geschaffen, die dafür gesorgt haben, dass ihre Unternehmen relativ erfolgreich waren bzw. erfolgreich wirkten und sie tatkräftig wirkte. Und da kommen halt mehrere Sachen jetzt zusammen bei dem Gutachten, die halt zeigen, das passt nun wirklich nicht zusammen. Also am einen Tag wirklich zu sagen, wir wollen in Erbil oder in anderen Städten im Nordirak womöglich noch Kurden unterstützen bei der Ausbildung oder auch in der Ostukraine zusammen mit Frankreich eine OSZE-Mission leiten zur Wahrung des Waffenstillstands. Da fragt man sich, wie soll das denn gehen? Das wären nämlich Auslandseinsatz Nummer 18 und 19. Und das ist einerseits sehr, sehr ungünstig und zweitens haben natürlich alle Kritiker der Ministerin jetzt alle Trümpfe in der Hand. Also wenn sogar der Verteidigungsexperte der SPD, Rainer Arnold, also der Koalitionspartner, wenn der sogar sagt, Moment mal, was passiert denn hier? Das wollen wir erstmal durch das Parlament checken lassen. Da muss man sich schon fragen, welche Öffentlichkeitspolitik da die Ministerin gefahren hat. Und dann gibt es ja noch die Nachricht von heute Morgen, dass auch noch das französische Verteidigungsministerium sagt, ja, wir sind innerhalb der nächsten paar Tage, sind wir gerne startklar, um in der Ostukraine mit den Deutschen zu arbeiten. Da merkt man, dass diese Übersprungshandlung, die der Frau von der Leyen gemacht hat, dass die nicht wirklich funktioniert. Herr Lohre, schauen wir noch mal auf ein anderes Thema, auf den aktuellen Spiegeltitel. Dem Magazin liegen Aufzeichnungen des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl vor, in denen er doch sehr drastisch mit Parteifreunden wie zum Beispiel Angela Merkel oder auch Christian Wulff abrechnet. Was denken Sie, warum macht er das? Naja, also Herr Kohl selber macht es ja nicht, sondern im Gegenteil, er will es ja eigentlich sogar verhindern. Die Gespräche sind ja von 2001, 2002 geführt mit dem Autoren Heribert Schwan, damals beim WDR. Der war offiziell beauftragt, doch die Memoiren für Kohl zu verfassen im Gespräch mit ihm. 600 Stunden wurden da aufgezeichnet. Und was Helmut Kohl damals geritten hat, kann man natürlich immer nur vermuten, aber es gibt ja ein paar Indizien, nämlich 2001, 2002, man erinnere sich, da war halt schon die Spendenaffäre um die CDU schon seit längerem im Schwange. Die Ehrenvorsitzendenschaft von Helmut Kohl wurde halt zurückgenommen und Helmut Kohl fühlte sich komplett ignoriert und ausgegrenzt. Und wenn man halt einigermaßen weiß, wie Helmut Kohl schon immer tickte, dann weiß man, dass er solche Sachen nun wirklich sehr, sehr ernst nimmt und auch sehr persönlich genommen hat. Und da sind vielleicht die Äußerungen, die sowieso im Vertrauen ja damals gefallen sind, nochmal besonders drastisch ausgefallen. Sie haben gesagt, er nimmt es ernst, aber wie ernst wird denn sowas jetzt in Berlin genommen? Haben die Äußerungen noch politischen oder vielleicht eher historischen Wert?
Also ich vermute, es ist dann doch eher historischer Wert. Man weiß einfach, die Zeit ist da über die Person hinweggegangen. Also was jetzt zum Beispiel da noch im Spiegeltitel geschrieben worden ist über Angela Merkel, das war ja damals schon sogar zurückgewandt. Also 2001, 2002 sagte Herr Kohl, ja, die Angela Merkel, die habe ja nicht mit Messer und Gabel essen können, als er sie zu Staatsbanketten mitgenommen habe. Das wiederum bezieht sich ja schon auf die Zeit Anfang der 90er Jahre, als sie gerade neue Ministerin war. Da merkt man also, da ist dann vielleicht die Kränkung wichtiger als das Politische, was da zutage tritt. Und auch die anderen, die da geschmäht werden, wie Christian Wulff oder Herr Töpfer, das sind ja wiederum Politiker, die halt kaum noch öffentlich eine Rolle spielen. Da merkt man halt eher, meiner Meinung nach, in welcher Kultur Helmut Kohl groß geworden ist und in welcher Kultur er Politik gemacht hat. Das meine ich gar nicht böse, sondern man erinnere sich ja auch noch an diese starken Auseinandersetzungen, zum Beispiel zwischen CDU und CSU in den 70er Jahren, zwischen Helmut Kohl und Franz Josef Strauß. Das waren ja ganz andere, viel herbere und Gefechte, als man sich das heute überhaupt vorstellen kann. Und da war halt noch die Grenzlinie zwischen links und rechts, auch zwischen böse und gut, wurde ja viel strenger gezogen als heute. Das heißt nicht, dass heute alles viel besser ist, aber die Leute sind vielleicht etwas cleverer und wissen, was sie sagen können und was nicht, weil sie immer wissen, irgendwann kommt es vielleicht doch raus, wie auch in diesem Fall. Vielen Dank, Matthias Lohre, für diese Einschätzung. Gerne.